und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht das. Und unser heutiges Thema sind Kalorien. Ah, lecker, lecker. Viele sprechen tagtäglich darüber, einige tracken ihre Kalorien sogar mit Hilfe von Apps auf dem Handy. Vor allem aber, wenn du mit Sport anfängst, achtest du sicherlich oftmals auf deine Kalorien und schaust bei deiner Nahrung auf die Ernährungswerte, oder? Dabei achtest du aber vielleicht meistens auf die Anzahl und weißt eigentlich gar nicht so recht, was eine Kalorie ist und weshalb das so wichtig ist, beim Abnehmen oder Ähnlichem darauf zu achten. Eine Kalorie ist eine physikalische Einheit für die Energie. Sie ist der Treibstoff für deinen Körper. Energie brauchst du zum Beispiel zum Atmen. Das Wichtigste. Du brauchst aber auch Energie, um dich zu bewegen, um zu denken und für die Verdauung. Dafür isst und trinkst du. Wie Energie gewonnen wird, vor allem aus Kohlenhydraten, Eiweißen, sprich Protein und Fetten, die du durch Nahrung zu dir nimmst. Eiweißreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Fleisch, Käse und Milch. Kohlenhydrate findest du vor allem in Brot, Nudeln und in Kuchen. Fette wiederum werden in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren unterteilt. Tierische Lebensmittel wie Butter, Sahne, Fleisch oder Wurst sind reich an gesättigten Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sind vor allem in pflanzlichen Ölen enthalten, sowie in fettreichem Fisch, Lachs, Hering oder Makrele. Kommen wir aber zurück zu den Kalorien. Wie bereits erwähnt, wenn du auf deine Ernährung achtest, kommt da immer wieder die Frage, aber wie viele Kalorien hat das denn eigentlich? Dabei sind es eigentlich die Kilokalorien, die du beachten sollst. Denn die zeigen dir, wie viel Energie in den jeweiligen Lebensmitteln enthalten ist. Dafür musst du bei Lebensmitteln einfach nur hinten auf die Verpackung schauen. Dort findest du bei den Ernährungswerten die Kilokalorienangaben. Dabei ist eine Kalorie aber nicht gleich eine Kilokalorie. Eine Kilokalorie entspricht 1000 Kalorien. Was glaubst du, wie viel Kilokalorien hat eine Banane? Dann schreib es jetzt gerne in die Kommentare. Eine Banane hat etwa 100 Kilokalorien, richtig gelegen? Eine Tasse Kaffee ohne Milch hat 4 Kilokalorien. Kommt Milch dazu, werden es sogar 20 Kilokalorien. Mit Zucker etwa 50. So kommst du als Latte Macchiato-Trinker schnell auf sehr, sehr viele Kalorien. Kalorie ist aber nicht gleich Kalorie. Gummibärchen oder Schokolade setzen sich bei gleicher Kalorienmenge wesentlich schneller auf die Hüften als ein Stück Vollkornbrot. Das liegt daran, dass der Zucker wesentlich schneller ins Blut aufgenommen wird als die Kohlenhydrate vom Vollkornbrot. Nun fragst du dich sicher, wie viele Kalorien du am Tag zu dir nehmen kannst. Um das genau zu sagen, brauchst du einige Angaben. Denn wie viele Kalorien dein Körper braucht, hängt von vielen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Körperzusammensetzung, Größe, Gewicht, aber vor allem auch durch das Maß an täglicher Bewegung ab. Frauen zwischen 25 bis 51 Jahren verbrauchen etwa 1800 Kilokalorien am Tag. Männer etwa 2300, richtig unfair. Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen oder solche, die regelmäßig Sport treiben, verbrauchen aus dem Grund natürlich deutlich mehr Kilokalorien. In Lebensphasen wie der Kindheit und Jugend während der Schwangerschaft und Stillzeit benötigt der Körper für Aufbau und Wachstum zusätzliche Energie. Im Alter dagegen verbraucht er dann wieder weniger, denn der sogenannte Grundumsatz, also die Energie, die der Körper zur Aufrechterhaltung wichtiger Körperfunktionen benötigt, der sinkt. Die Stoffwechselvorgänge laufen im Alter langsamer ab. Daher kann es sein, dass du, wenn du älter bist, an Gewicht zulegst, obwohl du dein Essverhalten gar nicht geändert hast. Das ist echt richtig uncool. An Gewicht zulegen kannst du aber auch, wenn du deine Kalorienmenge überschreitest. Natürlich nicht sofort, du kannst dir auch Cheat Days erlauben. Wichtig ist der Ausgleich zwischen gesunder und teils eben auch ungesunder Ernährung und der Bewegung. Ganz wichtig. Isst du jedoch jeden Tag zu viel, speichert dein Körper den Überschuss an Energie in Form von Fett ab. Verbrauchst du mehr Energie, als du zugenommen hast, dann schmelzen die Fettreserven und du nimmst ab. Macht Sinn, oder? Aber Achtung, zu wenig Kalorien zu sich nehmen hilft dir auch nicht wirklich weiter. Denn wenn du zu wenig Kalorien zu dir nimmst, dann nimmst du auf Dauer immer weniger ab und das willst du auch nicht. Würdest du dich nur von kalorienarmen oder kalorienfreien Lebensmitteln wie Wasser und Gemüse ernähren, würde die Energie nicht ausreichen. Du würdest also verhungern. Also nicht vergessen, Kalorien sind nicht unwichtig für den Körper und du solltest diese unbedingt in vorgegebenem Maß zu dir nehmen. Ja, das war's von mir zum Thema Kalorien. Vielleicht fällt dir auch noch was dazu ein. Dann schreib's gerne in die Kommentare. Hier unten gibt's schon wieder zum nächsten Video von uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, go!